verhindern. Und dafür habe ich die Hilfe von Professor Doktor. Genau, Professor Doktor. Egal, wir schaffen das auf jeden Fall. Let's go! Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst. Laut meinen neuesten Forschungen befindet sich der Vulkan Bergzwerg kurz vor der Eruption. Und ja, an alle, die nicht wissen, was das bedeutet, dass ein Vulkan ausbricht. Und das wiederum bedeutet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Brookhaven wird in Lava ertrinken. Was heißt, ich bin nur hier, um Wattestäbchen Werbung zu machen? Ich muss den Leuten doch erzählen, was auf sie zukommt. Und dass wir alles Mögliche versuchen, um sie zu retten. Was ist das denn für eine komische Fernsehserie? Oh Mann, ey, das gefällt mir wirklich gar nicht, wenn die Leute irgendwas sagen, was schlecht ist. Na gut, wobei, warte mal ganz kurz. Vulkan, der ausbricht? Sekunde, das ist doch der Bergzwerg? Das ist doch dieser große Berg, wo ich direkt daneben wohne. Vielleicht passiert ja wirklich irgendwas. Oh Mann, was könnte man denn in so einer Situation im besten Fall tun? Ich glaube tatsächlich, ich weiß es, man kann einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen. Wobei, das hilft beim Problem nicht wirklich. Aber ist trotzdem cool. Ich glaube, ich sollte diesen Typen einfach mal ganz kurz aufsuchen. Ich bin mir nicht sicher, das ist doch irgendwo beim Fernsehstudio oder so. Vielleicht kann er irgendwas sagen. Vielleicht stimmt ja wirklich das, was er sagt oder sowas. Und wenn das stimmt, dann wäre das auf jeden Fall nicht gut. Denn es wäre nicht gut, wenn der Vulkan ausbricht und wir alle dem Untergang geweiht sind. Da stimmt mir doch jeder zu, oder? Okay, genau hier müsste auf jeden Fall das Fernsehstudio sein. Was ist denn hier los? Hey, was war das denn für ein Quatsch? Was denn? Ich erzähle nur die Wahrheit. Es ist ein Fakt, dass der Vulkan ausbrechen wird. Meine Messungen haben genau das ergeben. Ach, du bist doch nur ein alter Mann, der Werbung für Wattestäbchen machen soll. Bist du überhaupt Wissenschaftler? Hast du eine wissenschaftliche Ausbildung? Wissenschaftliche Ausbildung. Und nein, siehst du, ich habe studiert. Also, keine... Oh. Hey, warte mal. Alles in ganz cooler Ruhe hier. Wir brauchen keinen Stress zu machen. Was genau ist denn los? Oh Mann, wer ist denn jetzt diese Nervensäge? Hey, du, glaubst du an den Vulkan? Oh ja, ich glaube an den Vulkan. Na, dann dürft ihr beide gerne mein Studio verlassen. Los, raus hier. Sie sind gefeuert. Und sie sind auch gefeuert. Was? Das kannst du doch nicht machen. Warte mal, ich arbeite hier doch gar nicht. Egal, raus hier. Oh Mann, Alter, warum ist der denn so miesepetrig? Nur weil mal jemand irgendwie sagt, dass wir alle dem Untergang geweiht sind oder sowas. Ich meine, was ist denn daran so schlimm? Also abgesehen davon, dass wir alle sterben werden, aber ich kann es nicht fassen und ich dachte, ich wäre der einzige Mensch hier, der verrückt sei. Was genau meinst du denn damit? Ach, weißt du, es ist langsam soweit. Der Vulkan wird ausbrechen und niemand glaubt es mir. Meine Messungen ergeben total viel Sinn. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat geteilt durch Pi. Wow, das hört sich auf jeden Fall wirklich sehr wissenschaftlich an. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es bedeutet Tod. Nein. Durch Vulkan. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Wobei, naja, Tod durch Vulkan oder genereller Tod. Ach, ist auch egal. Okay, wir müssen was machen, Wenn wir den Vulkan aufhalten wollen, was genau müssen wir dafür tun? Und vor allem, wie viel Zeit haben wir noch? Wenn meine Berechnungen stimmen, und das tun sie meistens nie, ich meine immer. Dann, warte, Moment. Ah ja, haben wir noch exakt 10 Minuten. Ach, Gott sei Dank, dann habe ich ja noch genug Zeit wegzuziehen. Warte mal, was? 10 Minuten? Moment. Dann sollten wir doch sofort weggehen. Los, ab ins Auto und weg. Nein, wir müssen direkt ins Auge des Vulkans. Dort werden wir die Antwort darauf finden. Warte mal, du willst mir jetzt also ernsthaft sagen, dass es eine gute Idee ist, dass wenn der Vulkan in Brookhaven ausbricht, wir in den Vulkan reingehen sollten? Du bist wirklich verrückt. Ich glaube, ich sollte doch lieber dem anderen Typen glauben. Es wird sicher nichts passieren. Nein, du verstehst das nicht. Der Bergzwerg ist doch eigentlich kein Vulkan. Deswegen kann er eigentlich auch unmöglich ausbrechen. Aber komischerweise ergeben meine Messungen trotzdem, dass er ausbrechen wird. Deswegen werde ich eine Expedition anleiten, die in den Vulkan führt. Bist du dabei? Ach, ehrlich gesagt, habe ich noch so viel zu tun. In 10 Minuten habe ich gehört, dass ich sterben werde. Okay, nein. Ich werde überhaupt nichts tun. Ich komme mit dir mit, auf jeden Fall. Wir machen das. Oh Mann, das ist so eine dumme Idee. Aber gut, wir werden auf jeden Fall einfach in einen Vulkan gehen, während er ausbrechen soll. Oh Mann, ey. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Aber ich bin nicht so gespannt auf das, was danach passiert. Okay, komm, steig mal ein. Los, hopp. Dann lass uns keine Zeit verschwenden, weil wir müssen dann sofort los. Wir haben 10 Minuten Zeit dafür. Okay, wo ist der Bergzwerg? Er ist da hinten. Oh Mann, Leute, okay. Wir werden es auf jeden Fall hinbekommen, da irgendwie hinzufahren, glaube ich. Und dann, was müssen wir denn dann machen? Ab dann hängt alles von uns ab. Und von dem, was da drin passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Oh Mann, das ist ja so beruhigend. Du bist so ein toller Wissenschaftler.
Ich hoffe wenigstens, dass deine Wissenschaft mir was helfen wird. Okay, okay, okay. Was genau sollen wir uns als allererstes angucken? Sollen wir... Wo sollen wir hin? Wir müssen erstmal auf das Dach. Auf das Dach? Ich meine natürlich den Gipfel. Dort werden die Messungen mehr Sinn ergeben und vor allem genauer sein. Ja, das ist natürlich irgendwie logisch. Okay, ich probiere mal so gut wie es geht, da hochzukommen. Das ist leider ein sehr, sehr steiler Berg. Aber ich glaube, da hinten sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus, dass wir hier irgendwo hochfahren könnten. Okay, 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 okay. Let's go, let's go, let's go. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Laterne treffen, keine Laterne treffen, kein Baum treffen vor allem auch. Das ist auch nicht so gut, weil es alles nicht so gesund für das Auto. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Worauf habe ich mich jetzt nur wieder eingelassen? Mann, ich hoffe wirklich, dass dieser Typ verrückt ist und es einfach nicht passieren wird. Aber ich habe auch irgendwie das andere Gefühl, dass man einem verrückten Wissenschaftler doch irgendwie vertrauen kann. Okay. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Oh Mann, ey. Warte mal, aber... Müsste ein Vulkan nicht oben ein Loch haben oder so? Ja, ja, in der Theorie ist das so. Das ist der natürliche Lebensraum eines Vulkans. Aber wie kann ein Vulkan einen natürlichen Lebensraum haben, wenn Vulkane nicht leben? Weil, soweit ich weiß, sind Vulkane keine Lebewesen. So viel Wissenschaft habe ich auch studiert. Wissenschaft? Nein, nein. Die Messungen stimmen immer noch. Dieser Vulkan wird garantiert ausbrechen. Wir müssen nach unten, in den Berg rein, um zu schauen, was dort abgeht. Moment, Moment. Du meinst, wir müssen in den Berg rein? In den Berg rein? Wie soll das denn bitte gehen? Gibt es hier Höhlen oder sowas in die Richtung? Aber selbstverständlich gibt es das. Komm, lass uns nach unten gehen, los. Okay, also meinst du, wir müssen einen Eingang finden in den Berg? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Gut, wir müssen einen Eingang finden in den Berg. Wir müssen einen Eingang finden in den Berg. Ich meine, da unten gibt es ja einen Tunnel, wo man mit dem Auto durch den Berg durchfahren kann. Vielleicht gibt es da ja auch irgendeinen Eingang oder sowas in die Richtung. Oh, ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, okay, 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 okay. Wow, für sowas ist das Auto nicht ausgelegt. Hilfe! Wo hast du denn deinen Führerschein studiert? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man seinen Führerschein studiert. Dabei ist auch egal. Ich fahre hier einfach nur ganz kurz rum und dann haben wir das unter Kontrolle. Okay, was meinst du, wie wäre es damit? Ich sehe hier irgendwie so einen Eingang hinter dem Fahrstuhl. Fahrstuhl? Wasserfall, Alter. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Fahrstuhl kam. Ist das gut, meinst du? Hm, ja, interessant. Diese Höhle führt scheinbar in einen neuen, unentdeckten Bereich. Faszinierend. Gut, ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Los, komm mit, wir laufen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier rauskommen sollen, aber natürlich, wir können jetzt einfach mal laufen. Was? Moment mal. Hä? Hallo? Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hey, oha, Alter, oh, das ist gar nicht mal so einfach, hier hochzukommen. Warte, was? Junge, wie sieht das denn hier aus? Alter, das sieht ja wunderschön aus. Mein Gott, ich bin noch nie einen Berg hochgeklettert. Wow, schau dir mal dieses Wasser an, das ist ja fantastisch. Ey, da kann man super drin baden, mit Sicherheit. Oh, mein Gott. Hey, das ist ja mal super cool. Oh, hier geht's ja richtig weit nach unten. Oh, warte, warte, da müssen wir unbedingt runtertauchen. Da müssen wir unbedingt runtertauchen. Hey, nein, wir haben keine Zeit dafür. Du weißt, was wir tun müssen. Wir müssen herausfinden, warum dieser Vulkan auszubrechen droht. Oh Mann, also meinst du, wir müssen einfach irgendwelche Spuren finden oder sowas? Oh, na schön. Okay, 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 okay. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Oh, das ist so doof. Ich würde hier unfassbar gerne schlafen. Schwimmen gehen auf jeden Fall. Warte mal, kann man da vielleicht irgendwie unter den Wasserfall durch? Okay, nee, sieht nicht gut aus auf jeden Fall. Hier kommen wir nicht hoch. Obwohl, man könnte hier hochschwimmen. Nein, nein, kann man nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut. Dann kommen wir wieder runter. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir reinkommen in den Berg. Wir sind jetzt gerade nur so ein bisschen oben drüber. Du bist gerade dabei betrinken, glaube ich, Bro. Ist egal, ob ich ertrinke. Hauptsache, wir schaffen es, diesen blöden Vulkan aufzuhalten. Das ist ein gutes Argument. Okay, warte mal ganz kurz. Da steht auf jeden Fall hier entlang. Hier entlang? Was heißt denn hier entlang? Warte, wir gehen hier einfach mal ganz entspannt hoch. Und dann... oh, warte, was ist das denn für eine Höhle? Die kulturelle Höhle. Okay, warte, die schauen wir uns gleich an. Ich will nur ganz kurz gucken, ob es noch andere Wege gibt. Was ist das denn? Da steht sogar irgendwas. Da war schon scheinbar mal jemand. The cave is currently closed. Okay. Interessant, hier ist eine geschlossene Höhle. Könnte man da irgendwie mal reinschauen oder sowas? Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist gerade reingegangen? Warte, was? Was ist denn das hier? Alter, Leute. Okay, ich weiß zwar nicht genau, wo wir gerade sind, aber wir müssen hier wohl scheinbar rüber. Ich dachte, diese Höhle ist zu. Warum ist sie denn nicht zu? Oder ist das nur eine Tarnung irgendwie für irgendwelche Vulkanmaschinen oder sowas in die Richtung? Das sieht wirklich ganz schön creepy hier aus, Mann. Hast du das schon mal gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das hier darstellen soll, ehrlich gesagt. Sieht aber verdammt interessant aus. Meinst du, das könnte eine heiße Spur sein? Okay, warte, okay, warte, okay, warte. Was ist das denn? Nein, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Nein, nein, nein.
Wow. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wow. Hey, das sieht ja mal ganz schön heftig aus. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, Alter. Wir sind hier im Berg Zwerg, oder? Und zwar direkt ganz am Abgrund. Oh Mann, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was genau wir hier finden sollen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher, aber es sieht schon irgendwie ganz schön krass aus, wenn ich mir das hier so anschaue. Nur habe ich keine Ahnung, was... Ja, das ist, Das geht da, glaube ich, sehr tief nach unten. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir nicht runterfallen. Ach, keine Sorge. Wenn wir da runterfallen, landen wir sowieso wieder in Brookhaven. Ich glaube, hier finden wir sowieso keine Hinweise mehr. Bis später. Hey, warte mal, bist du... Alter. What the name? Was? Moment mal. Ach, aber vielleicht finden wir ja doch irgendwas Wichtiges hier. Ich meine, guck mal, man kann ja irgendwas übersehen haben oder so. Mein Gott, Alter, ist das ein großer Berg? Ich weiß nur nicht, was hier sein soll. Naja, hier scheint trotzdem nichts zu sein. Ich glaube, wenn das der beste Weg nach unten ist, dann, würde ich ihm vielleicht sogar glauben. Obwohl, hier geht's auch noch irgendwo lang, aber keine Ahnung, wo ich hier langsam... Hupsala! Warte mal. Hey, Moment mal, wer... Sekunde mal, du bist doch der Typ vom Fernsehstudio. Was machst du denn hier? Ach, musstest du denn ausgerechnet jetzt kommen? Der andere Trottel ist auch gerade runtergesprungen. Warum nicht du auch? Hey, nicht so beleidigend sein. Und abgesehen davon, ich wollte mich auf jeden Fall umgucken, ob der Vulkan irgendwie hier irgendwelchen Ursprung hat oder so. Aber die bessere Frage ist, was machst du eigentlich hier? Oh, naja, es ist bald für dich ja sowieso zu spät. Naja, weißt du, ich bin nicht so glücklich mit Brookhaven und den Zuschauerzahlen. Deswegen habe ich einfach überlegt, dass ich ganz Brookhaven einen Vulkan in die Luft jagen werde. Moment mal, also stimmt das etwa? Dieser Vulkan hier ist eigentlich kein Vulkan, aber du hast es daraus gemacht? Wie genau machst du das denn? Es ist zu spät, um Brookhaven noch zu retten. Es ist alles schon im vollen Gange. Und du hast keine Möglichkeit zu entkommen. Ich gehe dann mal in mein Geheimversteck. Dir noch viel Spaß. Oh mein Gott, das ist wirklich dieser komische Fernsehmann. Oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, das bedeutet, es gibt nur eine einzige Sache, die ich jetzt tun kann. Ich muss hinterher und den Professor warten. Los geht's. Oh Mann, Alter. Oh Gott, okay, okay. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Bitte. Ich hoffe, dass er einfach recht hat und wir einfach wirklich in Brookhaven wieder rauskommen. Let's go. Okay. Professor, wo bist du? Wo bist du? Ah, hey, da bist du hier endlich. Gut. Wir haben das Problem leider nicht lösen können. Das bedeutet... Es ist der Fernsehtyp. Es ist der Fernsehtyp, der dich gefeiert hat. Er steckt hinter diesem Vulkan. Moment, was? Ganz genau. Der hat sogar gesagt, dass er ihn jetzt starten wird. Hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er jetzt eigentlich nicht gesagt. Aber er ist zumindest in seinen Bunker gegangen, hat sich versteckt und ich bin so schnell wie möglich hierher gekommen, damit ich dir davon erzählen kann, damit wir uns auch verstecken können. Weißt du, wo wir uns verstecken können? Ich glaube, wir können den Vulkan nicht mehr aufhalten. Aber wir müssen ihn aufhalten. Na schön. Gut, wenn das so ist. Wir müssen auf jeden Fall zumindest den Vulkanausbruch überleben. Das könnte kompliziert werden, aber nicht unmöglich. Denn ich habe Gott sei Dank daran gedacht und einen Bunker gebaut. Einen Bunker hast du gebaut? Okay, das ist gut. Komm, dann lass das schnell hingehen. Wir haben kaum noch Zeit. Ach, das hat bestimmt noch Zeit. Okay, Korrektur. Wir haben keine Zeit. Los! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Oh nein, der Vulkan, Alter, der Vulkan, der wird ganz Brookhaven zerstören. Wie wird Brookhaven danach denn aussehen? Okay, okay, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hoch, 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 hoch. Wo? Ah, das ist dein Bunker? Oh Mann, das heißt, in diesem Bunker sind wir sicher vor der Lava und dem ganzen Kram? Oh Gott, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wow. Alter, du hast hier ja wirklich an alles gedacht. Du hast hier Pflanzen angepflanzt, du hast Kartons aufgestapelt, du hast, was auch immer das sein soll, und du hast Gas? Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll, Mann. Das hier ist natürlich ein holzgeheimer Bunker, ausgelegt für eine Person. Gut, eigentlich für 30, aber ich bin ziemlich egoistisch, was sowas angeht. Ah, cool. Na schön. Gut, dass wir wenigstens zu zweit hier drin sind. Oh Mann, Alter, du bist wirklich ganz schön gemein. Natürlich bin ich das. Ich bin halt ein Wissenschaftler, du weißt, wie es ist. Okay, gut, ist auch egal. Wann meinst du, wird denn der Vulkan ausbrechen? Ah, wir haben noch ungefähr 1 Sekundenzeit. Ah, puh, dann ist ja gut. Was? Was soll das denn jetzt bitte heißen? Warte mal. Alter, oh mein Gott, warte, ist gerade das Licht ausgegangen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn der Strom ausgefallen ist, was bedeutet das denn? Das bedeutet, mein Lieber, dass der Strom ausgefallen ist. Wow, okay, na schön, ist auch egal. Oh Mann, Alter, bedeutet das jetzt auf jeden Fall, dass der Vulkanausbruch vorbei ist? Ist es jetzt passiert?
Oh Mann, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie die Welt draußen jetzt aussieht. Hey, komm mal bitte mit. Bitte, bitte kannst du mir erklären, wie genau sieht die Welt denn jetzt aus? Wie die Welt aussieht, mein Sohn? Das weiß ich nicht. Wir werden es uns ansehen müssen, aber ich glaube, was wir sehen werden, wird uns nicht gefallen. Ja, wenn wir diesen komischen Fernsehtypen sehen, dann wird es ihm nicht gefallen, dass er mich gesehen hat. Oh Mann, Alter. Okay, na gut, dann lass uns mal nachschauen. Oh Mann, Alter. Wow, oh Gott, ey. Oh nein, die Bäume alle tot. Wow, ey. Oh. Alter, schau dir das mal an, ey. Brookhaven sieht wirklich gar nicht mehr so gut aus, wie es mal war. Anstelle so frisch und grün ist es jetzt so... Ich bin runtergefallen. Oh Mann, ey. Ich wusste nicht, dass Brookhaven überhaupt so hässlich aussehen kann. Oh Gott, das war gar nicht gut. Wir hätten diesen Vulkan aufhalten müssen. Wobei, wie hätten wir eigentlich einen Vulkan aufhalten sollen? Das war eine Frage, mit der wollte ich mich etwas später beschäftigen. Ich glaube, es hätte sich sowieso nicht aufhalten lassen. Ach, dann bin ich ja beruhigt, dass wir unser Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diesen blöden Vulkan aufzuhalten, obwohl wir es hätten gar nicht tun können. Ach Gott, egal. Na schön. Komm, aber weißt du, was wir wenigstens tun könnten? Wir könnten vielleicht diesen komischen Fernsehtypen finden. Und schauen, dass wir ihn irgendwie dafür bestrafen und ins Gefängnis bringen oder sowas in die Richtung. Wo könnte der denn nur sein? Ich glaube, er könnte sich in seinem Studio aufhalten. Meinst du nicht auch? Das halte ich für eine fantastische Idee. Okay, na schön, dann lass mal nachschauen. Mann, ey. Brookhaven ist komplett zerstört worden und das alles nur wegen diesem komischen Fernsehtypen und dem Vulkan. Okay, Mann. Warte mal, was? Hey, du! Du bist es! Ah, ihr seid endlich da. Du, wir werden dich ins Gefängnis bringen. Ich habe euch erwartet. Mein schönes Studio ist komplett kaputt. ja, natürlich ist dein Studio kaputt. Das war doch klar, dass das passiert, wenn du einen Vulkan auf die Stadt loslässt. Ja, aber ich wollte, dass das mal ganz Brookhaven kaputt macht, aber nicht mein Studio. Weißt du, es ist alles gut. Es ist alles gut. Im Gefängnis ist es wahrscheinlich auch super schön. Da gibt's doch immer gutes Essen, dreimal täglich. Wirklich? Kann ich da auch Videos drehen und Filme machen? Ja, ganz bestimmt kannst du das. Wenn sie dir erlauben, meine Kamera zu nehmen. Ich glaube nicht. Aber egal. Natürlich darfst du das. Komm mit. Wir bringen dich dahin. Da ist es sicher. Das ist warm. Und das ist nicht kaputt. Also, naja, eigentlich doch. Aber egal. Na gut, dann gehe ich dahin. Also, das hat jetzt irgendwie besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe. Ach, ist auch egal, Leute. Auf jeden Fall werden wir Brookhaven wieder reparieren. Und ich würde sagen, das war's mit Rolling Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Daumen auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!